Herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist André, ich bin zertifizierter Hundetrainer und Verhaltensberater und Gründer der Online-Hundeschule www.deine-hundeschule.com. Darüber hinaus schreibe ich Bücher zum Thema Hundeerziehung, unter anderem für den Gräfe und Unser Verlag. Im heutigen Video 7 Wege, deinem Hund zu zeigen, dass du ihn liebst, geht es natürlich nicht darum, deinen Hund zu vermenschlichen. Es geht vielmehr darum, dir 7 Möglichkeiten an die Hand zu geben, wie du deinem Hund deine Zuneigung zeigen kannst auf Wegen, die er natürlicherweise versteht. Diese werden ihm Freude schenken und eure Verbindung deutlich positiv beeinflussen und verstärken. Fangen wir direkt an. Schenke deinem Hund deine volle Aufmerksamkeit, wenn du nach Hause kommst. Einige Menschen kommen völlig in Gedanken zur Haustüre rein und ignorieren dabei unbewusst ihren Hund. Oder sie ignorieren ihn bewusst, weil sie in der Vergangenheit fälschlicherweise gelernt haben, dass sie so ihrem Hund zeigen, dass sie der Chef sind. Dieses Hierarchiedenken oder Konzept der alten Schule ist schon seit vielen Jahren wissenschaftlich widerlegt worden und Anleitungen zur Mensch-Hund-Beziehung, die auf diesen alten Strukturen beruhen, sind generell nicht empfehlenswert. Zurück zum Tipp. Du zeigst deinem Hund deine liebevolle Zuneigung, wenn du ihm deine volle Aufmerksamkeit schenkst, wenn du wieder nach Hause kommst. Wie wertig diese Situation für deinen Hund ist, erkennst du an seiner Freude in diesen Momenten. Diese ist im Normalfall groß. Bei diesem Tipp gibt es allerdings Ausnahmen. Ist die Freude deines Hundes bei deiner Rückkehr zu groß, kann es sinnvoll sein, ihn zunächst eine Weile zu ignorieren, bis er sich etwas entspannt hat. Du würdest ihm mit deiner direkten Begrüßung nur noch mehr pushen, was in den meisten Fällen zu Stressreaktionen führt. Hat er sich etwas entspannt, darfst du ihm natürlich deine volle Aufmerksamkeit schenken. Ein Übermaß an Freude kann ebenfalls ein Hinweis auf Trennungsängste sein, was in diesem Fall überprüft werden sollte. Bei Hunden, die zum umgangssprachlichen Freudepinkeln neigen, also dem kurzen Absetzen von Urin in einer für den Hund stark emotionalen Situation, ist es ebenfalls besser, den Hund in Begrüßungssituationen zu ignorieren, bis er sich etwas entspannt hat. Der umgangssprachliche Begriff Freudepinkeln täuscht hier allerdings, da die Auslöser ebenfalls Angst, Stress, Aufregung und so weiter sein können. Ist jedoch alles in Ordnung bei dir und deinem Hund, spricht nichts dagegen, ihn bei deiner Rückkehr direkt freundlich und mit deiner vollen Aufmerksamkeit zu begrüßen. Es signalisiert ihm deine Zuneigung und wird eure Bindung auf positive Weise verstärken. Kraule deinen Hund im Hals- und Brustbereich, hinter den Ohren und am Bauch. Die meisten Hunde lieben es, an diesen Stellen gekrault zu werden. Indem du dies bei deinem Hund tust, zeigst du ihm deine Zuneigung und schenkst ihm schöne Momente. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Info, dass viele Hunde es nicht mögen, über den Kopf gestreichelt zu werden. Achte generell bei all deinen taktilen Reizen darauf, dass dein Hund sie als angenehm empfindet. Duckt er sich beispielsweise, blinzelt er mit den Augen, leckt er sich wiederholt über die Schnauze oder versucht er gar der Situation zu entkommen, dann wird er deine Zuneigung höchstwahrscheinlich als unangenehm empfinden. Schließt er jedoch entspannt seine Augen und streckt er beispielsweise seinen Kopf beim Kraulen der Brust weit nach oben, empfindet er deine Zuneigung in der Regel als sehr angenehm. Wenn du tiefer in den Bereich der Berührung eintauchen möchtest, dann empfehle ich dir die Tellington-Touch-Methode. Die Methode beruht auf speziellen Berührungen bzw. Massagen, die zur Entspannung führen und viele weitere positive Eigenschaften wie Stress- und Angstreduktion, Linderung von Schmerzen, schnellere Wundheilung und so weiter mit sich bringen. Einen empfehlenswerten Literaturlink dazu findest du unter dem Video. Kontakt liegen mit deinem Hund. Eine einfache und tolle Möglichkeit, deinem Hund deine Zuneigung zu signalisieren, ist Kontakt liegen. Meist sieht das so aus, dass dein Hund sich an dich kuschelt, wenn du sitzt oder liegst. Er sucht dabei deinen Körperkontakt. Wenn du dies einfach zulässt, signalisierst du ihm deine Zuneigung und er die seine. Du schenkst ihm Geborgenheit und dies wird eure Bindung vertiefen. Es ist ein natürliches Verhalten, welches Hunde in der Gruppe unter Artgenossen, beispielsweise in der Mehrhundehaltung, häufig zeigen. Meine beiden Hunde, Volker und Monsieur, liegen mehrmals täglich eng aneinander gekuschelt. Er stärkt ihre soziale Beziehung und hält sie warm. Dieser natürliche Impuls, die Körperwärme unter anderem mit dem Kontaktliegen zu erhalten, ist ein Urinstinkt, der in unseren Hunden noch immer tief verankert ist. Die hohe soziale Komponente des Kontaktliegens kannst du dir heute zunutze machen, um deinem Hund deine Verbundenheit zu zeigen. Wenn dein Hund diese Art von Körperkontakt mag, kannst du auch selbst die Initiative ergreifen. Es gibt allerdings auch einige Hunde, die keinen Körperkontakt mögen. Bei ihnen solltest du auf dieses Ritual verzichten. Schau deinem Hund in die Augen.
Hier schreien jetzt wahrscheinlich viele auf und rufen, nein, einem Hund schaut man nicht direkt in die Augen, dabei fühlt er sich bedroht. In die Augen starren ist dem Tierreich ein Drohverhalten. Das muss der André doch wissen. Weiß er auch. Aber hier kommt meine Erklärung für diesen Tipp und meine persönliche Erfahrung. Laut Forschern der Duke University haben Studien gezeigt, dass der Blickkontakt beim liebevollen und innigen Streicheln des Hundes das Hormon Oxytocin freisetzt. Oxytocin, auch bekannt als das Liebeshormon, verbindet dich buchstäblich mit deinem Hund wie eine Mutter mit ihrem Baby. Meine persönliche Erfahrung deckt sich mit den Studien. Wenn beispielsweise meine Hündin Wolke tiefenentspannt von mir gestreichelt wird und wir uns dabei direkt ansehen, entstehen ganz innige Momente. Sie zeigt dabei überhaupt keine Beschwichtigungssignale, die darauf hindeuten würden, dass sie meinen Blickkontakt als Bedrohung empfindet. Im Gegenteil, sie kann den Blickkontakt über längere Zeiten halten und es sind unglaublich schöne Momente. Probier es am besten einfach mal aus. Sollte dein Hund deinen Blick ausweichen und beschwichtigen, weil er es wieder erwartend unangenehm findet, beendest du es einfach. Schreib mir mal in die Kommentare, wie dein Hund reagiert, wenn du ihm beim liebevollen Streicheln in die Augen siehst. Das finde ich mega spannend und ich freue mich schon auf deine Erfahrung. Füttere deinen Hund bewusst mit seiner Lieblingsmahlzeit. Nimm einmal ganz bewusst wahr, wie dein Hund reagiert, wenn du ihn fütterst. Von der Vorbereitung bis zu dem Punkt, wo du ihm sein Futter runterstellst. Viele denken dabei, dass ihr Hund einfach nur heiß auf das Futter ist. Das stimmt bis zu einem gewissen Punkt auch, aber dieses Fütterungsritual hat intensive positive Nebeneffekte. Hunde lernen kontextabhängig, das heißt, sie verknüpfen immer die gesamte Situation. Wenn du also die Lieblingsmahlzeit deines Hundes zubereitest, wird er die dabei empfundene Freude auch mit dir verknüpfen. Überleg mal, was für ein toller Effekt das ist. Fülle also den Napf bei der nächsten Fütterung mit der Lieblingsmahlzeit deines Hundes, schau, wie er sich darüber freut und sei dir in dem Moment bewusst, dass er diese Freude auch mit dir verknüpft. Das natürliche tägliche Ritual der Fütterung stärkt das Band eurer Zuneigung enorm. Dies ist vielen nicht bewusst und wird meiner Meinung nach stark unterschätzt. Hebe deine Augenbrauen und lächle, wenn du deinen Hund begrüßt. Hunde sind durch und durch Körpersprachler. Sie kennen deine Körpersprache und die Emotionen, die sich dahinter verbergen, deutlich besser, als du vielleicht denkst. Mit feinen, bewussten Mimiken kannst du tolle Signale senden. Ein entspannter Hund, der sich freut, hebt in der Regel die Augenbrauen. Starte die Interaktion mit deinem Hund einmal ganz gezielt auf diese Weise mit hochgezogenen Augenbrauen und einem entspannten Lächeln. Es wird ihm signalisieren, dass du dich freust, ihn zu sehen. Bevor wir nun zum letzten Punkt kommen, möchte ich dir kurz meine Online-Hundeschule vorstellen. Auf www.deine-hundeschule.com findest du 10 Online-Kurse, die alle Bereiche einer modernen Hundeerziehung inklusive Beschäftigungsmöglichkeiten und Problemlösungen abdecken. Zusätzlich beantworte ich dir dort all deine individuellen Fragen, die im Zusammenleben mit deinem Hund auftauchen. Die 10 Online-Kurse mit zeitlich unbegrenztem Zugang inklusive meiner persönlichen Beratung bei Fragen kosten nur einmalig 49 Euro. Schau dir das gerne einmal unverbindlich an auf www.deine-hundeschule.com. Hebe leicht deine Stimme, wenn du mit deinem Hund sprichst. Mehr als auf deine Worte reagiert dein Hund auf die Tonlage, in der du sprichst. Hoch- und langgezogene Vokalisierungen, wie beispielsweise prima oder hier, wirken deutlich positiver stimulierend auf deinen Hund als kurz- und tiefgesprochene Vokalisierungen, wie beispielsweise gut oder komm her. Eine Möglichkeit, positive Emotionen bei deinem Hund zu wecken, ist also, auf deine Tonlage zu achten. Hebe deine Stimme leicht und ziehe deine Worte etwas in die Länge. Wichtig ist dabei, dass es sich für dich noch natürlich anfühlt. Falls du das Video bisher verfolgt hast, danke ich dir von Herzen fürs Zusehen. Wenn du es magst, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben von dir. Um kein neues Video zu verpassen, abonniere meinen Kanal. Und wenn du mehr von mir und meinen Hunden sehen möchtest, schau gerne mal auf unserem Insta-Profil vorbei. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe, dein André. The streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.